Eine Frau, schrieb Virginia Woolf vor mehr als 90 Jahren, eine Frau braucht Geld und ein eigenes Zimmer, wenn sie Prosa schreiben soll. Dieser Ausspruch wurde sehr bald sehr berühmt, er haftete der Autorin noch lange nach ihrem Tod im Frühjahr 1941 an wie ein kleines Fähnchen. Denn klar, eine Frau braucht Geld und ein eigenes Zimmer, auch wenn sie keine Prosa schreiben soll. Materielle Unabhängigkeit ist eine der Grundbedingungen von Emanzipation, vom Weg zur Selbstbestimmung. Es gibt männliche Schriftsteller, die Ähnliches auch für sich reklamieren, nur gibt es bei Männern seit jeher als Selbstverständlichkeit. Ein eigenes Zimmer ist der Titel eines Essays, eines großen Aufsatzes, den Virginia Woolf 1929 veröffentlichte. Sie war damals fast 50 Jahre alt und seit langem das, was man eine Ikone nennt. Die Griechen, denen wir diesen Begriff verdanken, unterscheiden zwischen einer Ikone und einem Idol. Die Ikone war das Bild, das man verehrte. Das Idol hingegen war das Trugbild. Ich rufe Ihnen, verehrte Zuseher, diese Unterscheidung auch deswegen ins Gedächtnis, weil sehr viele von Ihnen sich an das berühmte Porträtfoto von Virginia Woolf aus dem Jahr 1902 erinnern werden. Das Bild einer schönen jungen Frau im Halbprofil, die Linie des langen Nackens und das dem Betrachter wie eine bezaubernd aufmerksame Muschel zugewandte Ohr halb verdeckt vom zusammengebundenen Haar, ein trauriger, verständnisvoller Blick, Lippen, die Sinnlichkeit keineswegs ausschließen. Virginia Woolf war wunderschön, war hochintelligent und war stets bedroht von Abstürzen in die tiefste Schwermut. Der letzte Anfall dieser Schwermut führte sie in den Selbstmord. Und wenn manche von Ihnen, verehrte Zuseher, sich heute nur an wenig mehr erinnern als diese Fotografie, dieses ikonenhafte Poster und jenen Satz, eine Frau braucht Geld und ein eigenes Zimmer, dann hängt es auch damit zusammen, dass diese Autorin Literatur so ernst nahm, dass sie sich nicht vorstellen konnte, ihren Lesern könnte das anders ergehen. Virginia Woolf war eine kompromisslose Intellektuelle und sie sah sich als Erfinderin ihrer Bücher. Ihre Bücher sind nicht einfach dazu geschrieben, eine Geschichte auszubreiten. Sie wollen den Leser vielmehr daran teilnehmen lassen, wie sich diese oft mysteriösen Geschichten im Hirn ihrer Schöpferin zusammenfügen. Wohlgemerkt ihrer Schöpferin. Denn für Virginia Woolf galt als ausgemacht, dass es eine ganz besondere, eine ganz spezifisch weibliche Form des Erzählens gab. Die Vertreterinnen einer feministischen Literatur verehren sie folglich als eine Wegbereiterin, sowohl in der Theorie wie in der Praxis des Schreibens und ein wenig wohl auch wegen ihres, sagen wir, unkonventionellen Lebensstils, über den wir noch später ein paar Worte verlieren werden. Experimentelle Literatur machte das die Schriftstellerin populär. Zu ihren Lebzeiten und bis in die 70er Jahre des vergangenen Jahrhunderts wohl nicht. James Joyce, der berühmte Ire, mit dem sie die Lebensdaten teilte und der auf seine Art genauso ein literarischer Experimentator und Neuerer war wie Virginia Woolf. Dieser James Joyce, ja, der war berühmt, aber er war eben auch anrüchig, verboten, exkommuniziert. Alles, was man sich, geht es um öffentliche Aufmerksamkeit, nur wünschen kann. Auch Virginia Woolf bricht Tabus. Auch sie rechnet mit der Doppelmoral in der Gesellschaft ab, die wir nach ihrer Königin die viktorianische Gesellschaft nennen. Aber das, was der Zensor gerne Stellen nennt, anrüchig ist eben, deftig beschrieben, sucht man in ihren Werken vergeblich. Manche Literaturhistoriker haben darin ein heimliches, ein unbewusstes Fortwalten jener viktorianischen Moral oder Prüderie gesehen. Ich halte diese Frage für nicht besonders wichtig. Gestatte mir aber den Hinweis, dass es auch in einer nicht von viktorianischen Moralvorstellungen geprägten Zeit durchaus möglich ist, auf das allzu Grelle, das allzu Explizite einfach zu verzichten. Ihre einflussreichsten Romane wie Mrs. Dalloway, Die Fahrt zum Leuchtturm oder Orlando waren zunächst einmal große Erfolge bei den Kritikern. Das breitere Publikum folgte erst zögerlich, dann aber beharrlich. 80 Jahre nach seinem Erscheinen wurde der Roman
Mrs. Dalloway auf die Liste der 50 wichtigsten Romane des 20. Jahrhunderts gesetzt. Grund genug, dass wir ihn uns einmal genauer ansehen. Clarissa Dalloway, Anfang 50, eine Dame der feineren Londoner Gesellschaft, blickt am Morgen eines Tages im Juni des Jahres 1923 eher heiter gelassen dem Abend entgegen, an dem in ihrem Haus ein Empfang gegeben wird. Diese Empfänge finden in einer gewissen Regelmäßigkeit statt. Der Gatte von Mrs. Dalloway ist Abgeordneter im Parlament. Und das Haus der Dalloways gilt als so vornehm wie gastfreundlich, was in diesem Falle bedeutet, die Rolle der Gastgeberin kann sich auf das Arrangieren beschränken. Die Ausführung obliegt dem Personal. Es ist ein fast perfekter Tag im Juni, als Mrs. Dalloway durch den Regent's Park nach Hause spaziert. Doch dort finden sich erste Vorboten einer Irritation, einer auch im weiteren Verlauf nie ganz genau zu verortenden Störung ein. Ein Freund aus der längst vergangenen Jugend, vielleicht mehr sogar als mein Freund, dürfen wir vermuten, macht eine überraschende Aufwartung. Er ist aus dem Kolonialdienst zurückgekehrt. Überraschend. Der Ehemann, eben jener Parlamentsabgeordnete, sagt das geplante Mittagessen ab. Die Erzieherin der Tochter ärgert durch ihre plumpe religiöse Unbedarftheit. Das sind alles Kleinigkeiten, Petitessen, Nadelstiche, gewiss doch. Jeder dieser vermeintlich unbedeutenden Stiche verdirbt nicht nur die Laune, sondern setzt Erinnerungen in Bewegung. Erinnerungen oder, wie Literaturhistoriker hier gerne sagen, Ströme des Bewusstseins. Wie wäre das Leben der Clarissa Dalloway verlaufen, wenn sie damals, statt den künftigen Parlamentsabgeordneten zu erhören, ihre Liebe zu dem überraschend zurückgekehrten Kolonialoffizier vertraut hätte? Warum muss sie sich mit so bigotten Erzieherinnen abfinden, wie eben jener Miss Kilman, die ihre Tochter im Geist eines katechistischen Schwachsinns gefangen hält? Warum bewegt sie sich selbst seit Jahrzehnten in einer Gesellschaft, deren Korsettstangen aus albernen Konventionen, und Sie verzeihen, verehrte Zuseher, hüstelnden Gästen bestehen? Diese Frage schleppt Mrs. Dalloway als unsichtbares Gepäck bis in die jetzt mit Grauen erwartete Abendgesellschaft. Hier nimmt ein unerbittlicher Vorgang seinen Lauf, was der Leser übrigens auch dadurch erfährt, dass zu jeder Stunde pünktlich das Schlagen der Uhr von Big Ben vermeldet wird. Bum, 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 bum. Ursprünglich sollte der Roman daher auch den Titel The Hours, die Stunden, tragen. Ganz spät in der Nacht, der Empfang ist noch nicht vorbei, erfährt Mrs. Dalloway dann vom Selbstmord eines Freundes, dessen Geist, dessen Vorstellungswelt sich nicht von dem Grauen des Ersten Weltkriegs hatte loslösen können. Das klingt, Sie haben recht, verehrte Zuseher, das klingt einmal nach Frauen am Rande eines Nervenzusammenbruchs, wie der schöne Titel des Films von Pedro Almodóvar lautet. Das könnte in Teilen, aber auch ganz konventionell nach dem makabren Plot einer englischen Gesellschaftskomödie angelegt sein, die, wer weiß, aus der Feder von Oscar Wilde, Evelyn Waugh oder der von Noel Coward stammt. Und Virginia Woolf hat ein so unerbittlich scharfes Ohr für jenes seichte Geplätscher, das oft mit Konversation verwechselt wird, dass sie das ganze Geschehen problemlos auch auf der Ebene der Satire, des witzigen Boulevards, hätte abhandeln können. Aber wir haben bereits davon geredet, Virginia Woolf nahm ihre Kunst auf ganz besondere Weise ernst. Für sie war Kunst ein Programm der ästhetischen Aufklärung. Und damit zielt man nun nicht einmal auf das glückliche Japsen im Publikum. Ästhetische Aufklärung, das muss ich jetzt mit ein paar Sätzen erläutern. Und da Ihre Aufmerksamkeit auf die Zeit um den Ersten Weltkrieg und eine kleine Gruppe von Künstlern lenken, Virginia Woolf war eine geborene Virginia Stephen, Tochter eines nicht unvermögenden Historikers und einer Mutter, die den berühmtesten Malern der Präraphaeliten Modell gestanden hatte. Diese Maler verstanden sich als eine Gruppe von unakademischen, ungekünstelten Künstlern, die ihre Vorbilder in einer mittelalterlichen Direktheit des Ausdrucks suchten. Kunsthistoriker mögen mir diese grobe Charakterisierung verzeihen.
Wichtig für unseren Zusammenhang ist nur, dass auch Virginia Woolf ihre Kunst in einem Rahmen begriff, der die Malerei als Ausdrucksmittel durchaus einbezog. Nicht nur die Malerei, sondern eine durchgreifend ästhetische Gestaltung des Lebens. Der Gegner war das Schnöde, das Spießige, war auch das Materialistische, war ganz besonders das pompös-nationalistische, Figuren wie Churchill. Ich schreibe, weiß Gott nicht, sagte Virginia Woolf sinngemäß einmal, um dem britischen Empire einen Dienst zu erweisen. Seelenverwandte Künstler trafen sich nun seit etwa 1905, zunächst in einem Haus, das die Familie Stephen nach dem Tod des Vaters von Virginia in einem Stadtteil von London gekauft hatte, in Bloomsbury, dem Viertel der Universitäten, Akademien und Museen. Hier entstand eine völlig formlose, nur durch die Affinität des Geschmacks zusammengehaltene Gruppe, die unter dem Namen Bloomsbury Group Geschichte schreiben sollte. Zu dieser Gesellschaft gehörten Ökonomen aus Cambridge, Maler, Dichter, Sinologen, Historiker. Es vereinte sie kein gemeinsames Manifest, nur die herzliche Abneigung gegen alle Formen des Spießertums, insbesondere wenn es mit militärischem Popanz daherkam. Man kannte sich, man schätzte einander, man hielt sexuelle Treue für weitgehend überschätzt. Dennoch heiratete Virginia 1912 den Schriftsteller Leonard Woolf, einen unendlich anregenden Habenichts, der mit ihr zusammen bald einen Verlag aufbaute, in dem die Werke seiner Frau, doch auch bald die von T.S. Eliot erschienen und die ersten Übersetzungen der Schriften des Dr. Sigmund Freud. Die Ehe darf man als glücklich bezeichnen, obwohl sich Virginia Woolf nach 10 Jahren der Schriftstellerin Vita Sackville West zuwandte, der Gattin eines Diplomaten. Die Affäre währte so gut 8 Jahre, ohne dass eine der beiden Ehen ernsthaft gefährdet wurde. Ich habe gerade den Namen von Sigmund Freud erwähnt. Auch um noch kurz das Thema Schwermut, manische Depression anzusprechen. Schon in der Familie von Virginias Vater scheint es eine Disposition zu jener Krankheit gegeben zu haben, deren Namen auf den deutschen Nervenarzt Dr. Emil Kräpelin verweist. Der manisch-depressive durchlebt ekstatische Visionen, hört fremde Stimmen, bei Virginia Woolf waren es oft griechische Chöre, fällt aus einer Phase der Überaktivität in eine der scheinbaren Lähmung. Bei Virginia Woolf ist wohl noch eine Verstärkung dieser Schwermut dadurch eingetreten, dass sie in ihrer Kindheit über Jahre von ihren Stiefbrüdern sexuell missbraucht wurde. Es wurde zunächst ein Nervenarzt konsultiert, der Name spielt keine Rolle. Der Herr hatte gerade seine Stellung verloren, weil die Selbstmordrate in der von ihm betreuten Anstalt gleich doppelt so hoch war wie in vergleichbaren Institutionen. So richtig helfen konnte ihr dieser Doktor dann offensichtlich nicht. Doch das Bewundernswerte an Virginia Woolf liegt nun auch darin, dass sie die Beschäftigung mit dem Bewusstsein, mit der Hellsichtigkeit und auch mit der vermeintlichen Verwirrung immer wieder in ganz große Literatur herüberretten konnte. Bis eben zu jenem Tag Ende März 1941, als die Schatten siegten. Als die Schriftstellerin sich Steine in die Manteltaschen stopfte und in den Fluss vor ihrem Haus stieg.